Der Strahlensatz ist einfach. Wir hatten mal einen alten Mathelehrer. Der war toll. Der sagte: Leute, bevor ihr mit so einem Zeug anfangt, Strecke SA verhält sich zu Strecke SB wie. Ach, der war aus Berlin. Der hat einfach gesagt: Leute, macht euch einfach ditte zu ditte, wie das andere zu dem. Peng. Was sich hier ausdrückt, das kann man ganz einfach machen. Man macht eine Skizze. Und wenn man die Skizze gemacht hat, also in Schwarz, zeichnet man sich rot oder grün oder sonst wie nach. Was gehört zu wem? Das gehört zu dem, das Ganze zu dem. Und schreibt dementsprechend, das muss man dann nicht farbig machen, schreibt man hier A oder B oder X oder Y ran und macht eine ganz einfache Verhältnisgleichung. Wie Verhältnisgleichungen funktionieren, das wird nochmal extra gezeigt. Also da mache ich dann hier Verweise. Weshalb ich so viel quatsche? Hier, für die ganz Eiligen, kommen die Verweise in Form dieses East, da sieht man es dann, die werden dann hier eingeblendet. Und zum Schluss, jetzt rede ich deswegen immer noch, kommen hier dann die Playlists, worum es geht. Gut, verstehen macht Spaß. Wer es verstanden hat, wird wissen, warum. Na denn.